Wir sind immer wieder, wir sind Botschafter dazugekommen. Caroline Hanschin hat uns unterstützt. Frau Dr. Moon war dann auch in Wien sehr, sehr oft. Ja, und das war eine Konferenz zum Thema. Ja, das war die Konferenz in Zusammenarbeit mit einem Vier-Länder-Treffen. Die porzellanischen Frauen wollten nach Österreich kommen, die deutschen Frauen sind gekommen und aus Italien ist jemand gekommen. Und so ein Vier-Länder-Treffen ist eigentlich ein Kopfweh schon bis zum geht nicht mehr irgendwie. Dann haben sie gesagt, wir würden gerne die UNO besichtigen, wir würden gerne eine Konferenz an der UNO erleben. Habe ich mir gedacht, naja, ihr lieben Frauen, wir werden euch die UNO zeigen, wir machen eine nette Führung durch die UNO, wenn ihr da seid. Und wir haben gleichzeitig um einen Termin angesucht, wir haben immer so im Monat so und so, man kann es in Nairobi Sikira einen Termin geben. Und dann ruft mich, ich habe gekocht für die Hafis, Elisabeth Riegel ruft mich an und sagt, Serenate, weißt du, was sie uns für einen Termin gegeben hat? Der 9. Oktober, das war das, wo diese Frauen gekommen sind. Okay, wenn der Himmel uns hilft, dann schaffen wir beides. Eine Konferenz an der UNO und ein Vier-Länder-Treffen, das nachher in Seelenstein weitergegangen ist. Das war auch sehr, sehr nett. Friedensbotschafter haben wir ausgezeichnet. Die Jugend, wir haben immer geschaut, dass die Jugend uns unterstützt. Der Ewald, die Yoshiko-Pama, sie hat uns viel geholfen, wie sie in Wien war, wo sie noch kein Kind hatte.